Ja, Atmosphäre ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation mit dem Schwerpunkt Flugverkehr. Und unsere Aufgabe ist, CO2-Emissionen zu kompensieren. Zum Beispiel ungefähr 2 Tonnen von hier nach Teneriffa. Und dann kannst du uns Geld überweisen. Und damit finanzieren wir Klimaschutzprojekte. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass wir unseren Spendern garantieren können, dass ihr Beitrag tatsächlich in direkten Klimaschutz geht und nicht etwa in unsere Administration. Deswegen fallen dafür bei uns nur 10% an und 90% landen tatsächlich direkt in den Projekten. Kompensieren ist dann sinnvoll, wenn es keine andere, bessere Lösung gibt. Also bei Atmosphäre gilt die Grundregel, Emissionen vermeiden ist wichtiger als Emissionen zu reduzieren. Und Emissionen zu reduzieren ist immer noch deutlich besser als Emissionen zu kompensieren. Ungefähr 95% der Weltbevölkerung haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen und werden es wahrscheinlich auch während ihres Lebens nicht. Das heißt, es sind die Reichen, die fliegen und die verschmutzen aber die Atmosphäre damit überproportional. Ein Flug von Deutschland nach Teneriffa und zurück lässt pro Passagier ungefähr 4 Quadratmeter Polareis schmelzen. In unserem Projekt in Ruanda setzen wir einen Stahlofen ein, wobei die Stahlplatten in Deutschland vorgefertigt werden und dann in Ruanda von Einheimischen zusammengebaut werden zum Ofen. Das heißt, wir unterstützen gleichzeitig lokale Wertschöpfung und erschaffen Jobs. Ein einzelner Ofen spart im Jahr 3 Tonnen CO2 ein. Das entspricht in etwa einem Flug von Berlin nach New York und wieder zurück. Der Save-80-Ofen, den wir in Ruanda einsetzen, hat für ruandische Haushalte viele Vorteile. Also zum einen müssen sie viel weniger Zeit dafür aufwenden, Feuerholz zu sammeln. Zweitens kommt es durch die starke Rauchentwicklung beim Kochen sehr häufig zu Lungenkrankheiten, die vor allem Kinder betreffen. Das heißt, die verbesserte Verbrennung im Save-80 hat auch sehr viele gesundheitliche Vorteile. Ja. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie die Öfen dann in Ruanda montiert werden. Da dass der Ofen aus Stahl gefertigt ist, ist er auch sehr haltbar. Das heißt, der bleibt den Leuten mindestens 10 Jahre erhalten. Die Atmosphäre richtet sich schon an Endverbraucher, also das sind diejenigen, die eigentlich schon umweltbewusst sind und auch verstehen, dass die Kompensation bloß die zweitbeste Lösung sind und die dann eben auch bewusst einsetzen und eben nicht als Ausrede zu sagen, naja, dann kann ich ja weiterfliegen. Also es gibt definitiv technische Lösungen wie synthetische Kraftstoffe, mit denen auch mal Fliegen irgendwann mal klimaverträglich werden kann, aber da reden wir über die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Das heißt, jetzt im Augenblick ist Verzicht das wichtigste Mittel, um klimafreundlich zu sein. Und wenn alle verzichten würden, dann wäre Atmosphäre überflüssig und dann hätten wir ein wichtiges Klimaschutzziel erreicht.